Lieben, willkommen zu einem neuen Weihnachtsvideo. Yeah! Ho, ho, ho. Wir machen heute Vanille-Kapferl. Yeah, Kapferl. Vanille-Kipferl mal anders. Für diese brauchen wir einmal Mehl, Butter, Zimmertemperatur bitte, Milch, Zitronenschale abgerieben, dann Backpulver, Vanillezucker, Prise Salz und viel Puderzucker, also zum Wälzen der Kipferl. So, als nächstes werden wir uns bis auf die Marmelade und den Puderzucker alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und die zu einem glatten Teig mischen. So, der Teig ist geknetet, den werden wir jetzt in 8 verschiedene Teile teilen und werden diese dann ausrollen. Noch was, bevor ich es vergesse. Ich war letztens so im Internet spazieren, habe so nach Weihnachtsgeschenksideen gesucht. Was schenkst du jemanden, der schon alles hat? Und dann bin ich zufälligerweise auf eine Seite gestoßen mit Fertigbackmischungen. Ich habe es nicht so mit Fertigbackmischungen, aber andere vielleicht schon. Besonders, weil wir jetzt gerade in so einer schnelllebigen Zeit leben und halt nicht jeder wirklich zum Backen Zeit hat, gibt es diese Backmischung, heißt Hummelbee, also die Firma heißt so, hat ihren Sitz in Berlin. Und ja, ich habe die Firma halt mal so netterweise angeschrieben, so nett ich bin und so. Und die waren halt total lieb und haben mir so ein kleines Probesäckchen geschickt, 4 Stück. Ich meine, die hatten mich schon bei der Verpackung. Ich bin ja so ein Verpackungsopfer. Also diese Backmischungen, da gibt es auch so ein Rezeptkärtchen, was ihr noch braucht, und ist alles Bio. Und schau mal, wie süß das ist, in so ein, ich glaube, das ist ein Jutesack, also voll süß. Ich werde euch mal den Link unten in die Infobox, sag mal, ich hab's heute, Kurzzeitfix. Ich werde euch den Link unten in die Infobox packen und da könnt ihr mal reinstöbern und so gucken, was es alles gibt. Jetzt werden wir uns die Bällchen ausrollen. Ihr braucht dafür kein Mehl. Funktioniert auch ohne Mehl super. Dabei wir das machen, könnt ihr euch schon mal den Ofen vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann teilen wir uns das Ganze in 8 Stücke. So, ich habe hier jetzt Johannisbeergelee, aber ihr könnt halt nehmen, was ihr wollt. Also egal welche Marmelade. Ist ja alles Geschmackssache. Und davon gebe ich mir einen Klecks. Oder ihr könnt es auch ohne Marmelade machen. Wie ihr wollt. Und das Ganze zu einem Kipferl einrollen und das typische Vanillekipferl-Förmchen machen. Tada! So, wenn ihr fertig seid, dann kommen die in den Ofen auf 180 Grad für circa 16 Minuten. So gebacken sind sie. Mir sind sie ein bisschen ausgelaufen. Deswegen schaut, dass ihr die, wo die Marmelade ist, gut verschließt. Dann passiert euch sowas nicht. Aber die sind bestimmt trotzdem lecker. Ja. Jetzt werden wir sie im Puderzucker wälzen und dann kommt eh das Beste, das Verkosten. Können wir eigentlich gleich machen, ne?
Die sind jetzt schon voll, voll butterweich. Nice. Lecker. Lecker. Die Vanillekipferl tut ihr euch am besten luftdicht verpacken. Dann schmecken sie am nächsten Tag gleich noch besser. Die zergehen so richtig auf der Zunge. So, meine Hübschen, das war's wieder von mir für euch für heute. Falls ihr dieses oder andere Rezepte, also weihnachtliche Rezepte, nachbacken solltet, dann schickt mir bitte ein paar Fotos auf Facebook oder auf Instagram mit dem Hashtag Annies Backzember. Die Rezeptangaben findet ihr unten in der Infobox. Und genau, weil mich so viele danach gefragt haben und immer wieder die Frage kommt, wo hast du deine Küchenmaschine her? Unten habe ich euch einen Link reingepackt, wo ihr das eventuell kaufen könnt. Und das ist doch ein super Weihnachtsgeschenk, was man sich wünschen kann oder was man schenken könnte, vielleicht. Ja, genug gelabert. So, ich bin jetzt weg. Tschüss!